MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Weiter geht's. Jo. Nick und ich, wir fahren leer. Joa. Leider keine Aufträge für unsere Richtung. Alter, hier ist alles am Piepen. Biege nach rechts ab. Ja, ich bin doch rechts abgebogen. Quatsch doch keine Oper. So, weiter durch die schöne norwegische Pampa. Ja, mit ohne Kopfschmerzen. Genau. Ich gehe wieder auf 60, das reicht. Hier kommen wieder nette Kurven. Dann gehe ich mit auf 60. Oh ja, das ist auch eine sehr schöne Stelle hier. Gesehen davon, dass es erstmal wirkt wie Achterbahnfahrt. Sehr schöne Stelle. Das war jetzt, Gerd. Ja, wenn man gerade auf den Monitor guckt wegen OBS und dann mal mitten durch den Wald durchfährt. Ja, möchtest du mir den Rang aus The Forest etwa ablaufen, die Baumsäge? Nein, das war, Breakpoint, die Baumsäge. Ah ja, das war Breakpoint, genau, die Baumsäge. Gegenverkehr! Ja, der hat es auch etwas eiliger als wir. Ja, wir sind gleich schon in Otter. Otter. Solange wir nicht in Ottawa sind. Das wäre nämlich Kanada. Nein. Sie sind am Ziel vorbeigeschossen. Alter, reut mich das. 2,5 Tage für diese Waffenmission in COD, ne? 2,5 Tage. Aber endlich den Waffenmeister gemacht. Oh Gott, Hilfe. Was hab ich Blut geschwitzt für den Scheiß? Nochmal Gegenverkehr? Mhm. Boah, der war aber auch ordentlich. Auch mit Goodie. Ja. Direkt nochmal Gegenverkehr. Der fährt aber ein bisschen auf meiner Spur. Jo. Alter. Ja, der schneidet ein bisschen die Kurven. Erster Aufenthalt in Otter. Wir können theoretisch hier mal kurz vor der Kreuzung anhalten. Dann müssen wir da gar nicht großartig rechts reinfahren. Ja. Dann gucken wir hier schnell. Fracht mal. Nee, kannst du knicken. Mal Niederlande und so. Doch, ich hätte was nach Ave in Schweden. Aber das, ja. Ist das nicht wieder nördlich von uns? Sind wir da nicht vorhin schon durchgefahren? Ja, doch, sind wir. Das. Also weiter. Ja, sieht wohl so aus. Ja, Moment, stopp! Stopp? Warum stopp? Ja, ich muss die Markierung raus. Ach, stimmt. Deswegen habe ich mir keine Markierung gesetzt. Fertig zum Losfahren. Hallo, ich habe die doch rausgenommen. Warum hat er das da immer noch markiert? Auf geht's. Obwohl ich die raus habe, will er immer noch, dass ich da reinfahre. Mach doch rechts oben zurücksetzen. Biege nach rechts ab. Vielleicht lässt er mich jetzt. Was ist denn jetzt passiert? Fuck, was ist denn die Mitsuki diese Dinger gefahren? Ich sehe nur hinten hoch. Also Mayo, das ist eigentlich so der Grund, warum man in der Mitte von seinem Fahrstreifen fährt. Okay, lass uns eine neue. Ich sehe Mayos LKW ein bisschen fliegen. Ach, jetzt meckert er mich an mit
irgendwo wenden. Na, ist egal. in der nächsten Stadt bitte Werkstatt. Geil. Die nächste Viertelstunde bis Lillehammer, wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, wobei, bleib mal stehen. Ich setze gerade das Navi zu. Wo war zurück? Da Route zurücksetzen. Danke. Ist noch jemand hinter mir? Ja. Ah, nur Gerd. Mhm. Genau. Gut, dann schließen wir erstmal auf und gehen dann auf 16. Irgendwas stört mich gerade im Hintergrund. Was denn? Ja, da wird irgendwas gerade nicht richtig ausgeleuchtet. Ich mach mal die Facecam aus. Da ist irgendwo ist ein Schatten. Wie schnell fahren wir? 60. 60. Reicht auch für die Strecke. Ja. Ja, wenn ich so die Kurven im Navi sehe, ja. Oh. Da rechts ist wieder die Bahn. Ja. Und Wasser. Ja, ja gut, davon gibt es in Norwegen ein bisschen was. Ja. Aber nur ein bisschen. Dezent. Ich glaub, wir haben gleich in der engen Kurve da Gegenverkehr. Hm. Der hat es auch etwas eilig, aber macht nichts. Ging aber. Hier ist aber, das gefällt mir jetzt, dass hier tatsächlich doch ein bisschen was los ist, obwohl hier ja eigentlich, Alter, war das laut, obwohl hier ja eigentlich nur diese eine Straße ist. Oh! Der hat dir auch die Ohren weggefetzt. Oh, ja. Der hat dasselbe Horn wie ich. Ja, ich hör dich bis hier vorne. Das war ich nicht. Nee, das war ich. Ach so, okay. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nee, das bin ich. Ja, und hier? Das war ja, ich. Nee, das höre ich nicht mehr bei mir. Doch, ich hab's ganz leise noch gehört. Ja, ist Kurve. Wie geil ist das denn? Nick zieht einfach geradeaus drüber. Ich war das. Oder, ach nee, Benny, ja, du bist vor mir. Ich bin vor dir, ja. Ja. Aber Nick hat die Kurve auch nicht so ganz, Ja. War auch nicht nötig, fand ich jetzt. Ja, ich bin auch einfach gerade rausgefahren. Ja, aber die Strecke ist echt nice, also. Wenn ich so Gerds Scheinwerfer bei mir im Cockpit sehe, wenn er dann den Berg fährt, denke ich immer, gleich hebt er ab. Bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position und wir haben unsere Startgeschwindigkeit erreicht. Ja, hui! Hier bei GTA 5 online Rennen fahren, weißt du? Oh Gott, da gibt's irgendeiner ja. Schließt von hinten auf. Ja, da kommt auch gerade einer entgegen. Auch der hat's eilig. Die kommen hier teilweise um die Kurven geschossen. Ja. Wenn der von hinten aufschließt, dann gib ihm doch den linken Blinker gleich, dann kann er überholen. Ich kann, nee, da kommt nochmal Gegenverkehr. Ich kann ansonsten nochmal auf 70 hochgehen. Ich hab's schon gesehen. Noch mal 70. Er hält aber auch Abstand, also von daher. Geh auf 70. Gleich schon in Lillehammer. Stimmt, da ist gleich Lillehammer. Schon runterfahren, ja, ne? Ja. Ja.
soll man nicht mit 60 runterfahren. Ich habe einen Retarder drin. So, ich glaube, hier war das Problem, dass man erst oben in den Ort reinfahren musste. Ich mache das mal direkt, weil ich glaube, hier unten hat er irgendwie nicht angenommen aus irgendeinem Grund. Meine ich, hätte ich so in Erinnerung. Ich fahre dir einfach mal hinterher. Ja. Ja. Ich muss eh zur Werkstatt, also das ist gerade sehr praktisch, dass wir in den Ort fahren. Die ist ja da oben. Genau. Lillehammer, ja, ja, im Tunnel erkennt er dann, dass du in der Stadt bist. Dann lass uns doch zur Werkstatt fahren. Ja, rechts rum. Sind auch mal interessante Kreuzungen, sieht man so auch nicht häufig. ETS. Wo ist denn hier die Werkstatt? Links rum? Oh Gott. Hier rein? Weiß es nicht. Nee, die ist hinten in der Seitenstraße. Der Ernst. Oh Gott, ey. Fahr ich jetzt nicht mehr rechts. Hier musst du ja über die Bordsteine drüber holpern. Oh, oder halt die Hauswand mitnehmen. Doch, Tatsache, hier ist die Werkstatt. Wo? Bei dir? Ich bin ohne Bordsteinkante rumgekommen. Ich auch. Nee, mit dem Heck habe ich die mitgenommen. Ging aber auch nicht anders. Ich habe ganz ausgeholt. Ich konnte nicht ohne. Aber ihr habt auch die hinten mit Lenkende, oder? Nein. Das hier ist die Werkstatt. Moment, da muss ich nochmal um die Kurve rumfahren. Ja, das ist die Werkstatt hier links von uns. Das kann wohl nicht wahr sein. Die ist ja knuffig. Ich komme auch nicht ohne da jetzt irgendwie den Baustein mitzunehmen. Nicht rum. Ich bin ohne rumgekommen. Mhm, me too. So, jetzt können wir nach Frachten. Iowa hat einfach nicht gemerkt, dass er drüber kommt. Können wir nach Frachten gucken? Ich glaube auch. Frachten ab Lillehammer. So, ich bin mal ganz kurz für eine Minute weg. Ach du Scheiße, nee, da will ich. Nee, also mit meinem LKW geht das definitiv nicht. Die Hinterachse ganz hinten links. Aua. Was ist das? Da ist gerade irgendwer durch die Gegend geflogen und auf dir gelandet. Also ich ziehe die Aufliegerachsen hinten links immer über den Bordstein. Wer liegt denn hier vor mir? Ich, nee, der andere. Jetzt steht er wieder in dir. Wie geil, Alter! Kam der da angeschossen oder was? Nein, ich hab überhaupt nichts Passendes. Das nee, ist hier. Kam der da angeschossen oder was? Nee, der ist da gespawnt. Ach so, okay. Also ich hab nichts Passendes. Zumindest mal da hin hier gucken. Nee, ich hab aber auch nichts Passendes. Hammer. Viel. Ich hab irgendwie, wenn dann nur Stavanger, aber das ist ja auch wieder, da müssen wir nochmal weiterfahren. Er hat sich aber wenigstens entschuldigt, also von daher. Ich hätte was nach Göteborg. Na, hätte ich auch, aber dann, das ist Umweg. Ja? Weiß ja nicht, wie lange ihr noch fahren wollt. Wir müssen nach Bergen. Mal in Bergen. Links. Okay. Ja, doch, ich hätte was in den nächsten. Nach Dramm. Da muss ich hin. Von hier nach Dramm hätte ich. Da muss ich hin. Ja, dann muss ich mal gerade aufladen gehen.